Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Upgrade. Wir sind wieder live und heute haben wir ein tolles Thema. Heute haben wir ein tolles Thema, das ist in aller Munde. Es geht um Google Wave. Der ein oder andere hat vielleicht noch gar nie was von Google Wave gehört, der andere schon mal ein bisschen was. Wir referieren über Google Wave, was es ist, und wir zeigen ein paar Applikationen, mit der man Google Wave benutzen kann. Ja, dann wollen wir doch gleich mal anfangen und ein bisschen drüber reden, was Google Wave denn überhaupt ist. Es ist ja mehr als nur, also viele denken jetzt, es ist eine neue E-Mail, aber das ist es ja nicht. Es ist ja schon ein bisschen mehr. Es ist ein bisschen mehr als eine normale E-Mail, weil man hat nicht die Möglichkeit, E-Mails zu verschicken an andere E-Mail-Adressen. Also es ist nur möglich, innerhalb Google Wave sich zu unterhalten. Das heißt, jeder, mit dem man schreiben möchte, der muss einen Google Wave-Account haben. Ich sage jetzt mal so, das ist aber nichts anderes, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt AIM oder ICQ benutze. Ich kann nicht jemanden schreiben, der nur eine E-Mail-Adresse hat. Mit dem kann ich nicht einzeln messagen. Von daher ist es jetzt natürlich nicht, wo ich sage, okay, das ist ein Killer-Kriterium. Da ist es sehr, sehr ähnlich einem Instant-Messaging-Client, von diesem Aspekt her natürlich. Bloß die Reichweite ist eine ganz andere. Beim Instant-Messaging-Client hat man den großen Nachteil, dass man immer nur live schreiben kann. Das heißt, man schreibt den einen direkt an und man kriegt direkt die Antwort zurück. Bei Google Wave hat man diese Möglichkeit natürlich auch, aber man kann auch sozusagen asynchron kommunizieren. Das heißt, man kann irgendwann eine Wave sozusagen anlegen und dort bestimmte Informationen hinterlegen und dann die Leute, die dort mitschreiben sollen, einfach hinzufügen. Und die können jederzeit Nachrichten eintragen. Das bedeutet also, damit ihr das nachvollziehen könnt, es ist so ein bisschen wie eine Mischung aus Instant Messenger und E-Mail. Das kann man so stehen lassen, ja. Das ist ja schon mal auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Vielleicht sollten wir es uns da mal angucken. Wie sieht denn sowas aus? Also wo gehe ich hin? Was mache ich? Wo gehe ich hin? Also das ist natürlich, man braucht einen Google Wave-Account und der Google hat da keine Kosten gespart, hat sich da natürlich www.googlewave.com registriert. Nicht schlecht. Und man wird dann direkt auf seine Wave verlinkt oder in dem Fall jetzt auf Bastis Wave. Und so sieht das Ganze dann im Web-Interface aus. Also man hat hier eine Navigationsleiste, wie man das kennt. Es gibt die Kontakte, die man hier hinzufügen kann, ein Suchfeld, wo man nach neuen Kontakten suchen kann. Und hier in der Mitte ist es, wie man es eigentlich von jedem Chat-Client her kennt, ist es das Fenster, wo man eben die jeweilige Nachricht dann auswählen kann. Wie ihr sehen könnt, Basti und ich, wir sprechen hier unsere verschiedenen Shows ab. Wir haben hier Sachen zum Digital Upgrade Adventskalender geschrieben und es gibt hier auch die inoffizielle Fanwave. Und wie ihr es jetzt hier sehen könnt, sieht man auch direkt, dass es hier 36 neue Nachrichten reingeschrieben wurden. Und wenn ich jetzt die Nachrichten anschauen möchte, dann klicke ich einfach hier die Wave an und die wird mir dann hier in dem Fenster rechts daneben direkt dargestellt. Und ich kann jetzt hier ganz normal durchscrollen und dann sehe ich, was eben hier hinterlegt wurde. Und wenn ich einen grünen Balken an der Seite habe, wie ihr es hier sehen könnt, das sind alles Nachrichten, die erst vor kurzem hier hinzugefügt wurden. Hier ist zum Beispiel ein Video mit hineingelegt worden. Und genau da sehen wir ja schon, warum dieses Google Wave mächtiger ist als jetzt zum Beispiel normales Instant Messaging Chat Gedöns, weil ich kann halt Videos reinpacken, ich sehe halt tatsächlich einen Thread, sage ich jetzt mal, und ganz oben haben wir zum Beispiel gesehen, wir haben da so eine Abstimmung drin gehabt, aber wir sehen jetzt auch, wenn du wieder ganz runter gehst. Das ist gut, dass du rauf und runter schon. Ja, man sieht hier, da schreiben direkt Leute live jetzt hier in der Wave mit. Und sie freuen sich, dass sie im Fernsehen sind. Ja, ich freue mich auch immer wieder. Es ist so schön, im Fernsehen zu sein. Yeah! Genau, und also es ist halt, was das angeht, es ist halt wirklich wie Chat, sogar noch ein bisschen mehr, weil man tatsächlich in dem Moment, wo der andere schreibt, sieht, was passiert. Und ja, ist schon, man kann schon sagen, es ist sehr abgefahren. Das ist eins der Features. Was noch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit ist, wenn man jetzt später erst in eine Wave einsteigt, dann hat man ja normalerweise, wenn man später in eine E-Mail einsteigt, dann muss man von ganz unten anfangen, die E-Mail zu lesen und ist dann erstmal beschäftigt auf lange, lange Sicht. Hier ist zum einen die Möglichkeit, man kann direkt auf Waves antworten. Die sind dann hier leicht in die Wave rein verschoben und es gibt die Möglichkeit, die Waves im Playback sich anzuschauen. Das heißt, man kann hier einfach nachschauen von Anfang an, wie und wann ist was zu dieser Nachricht hinzugefügt worden. Wurde da vielleicht was editiert oder bestimmte andere Sachen. Also man kann hier Schritt für Schritt nachvollziehen, was eben mit dieser Wave passiert ist. Und das macht es natürlich wahnsinnig mächtig, auch wenn man nachträglich erst einsteigt.
Es ist natürlich eine Browser-App. Nichtsdestotrotz ist sie jetzt, haben sich schon ein paar Gedanken gemacht. Ich kann halt zum Beispiel tatsächlich hingehen und jetzt sagen, ich brauche hier auf der rechten Seite mehr Platz oder ich möchte jetzt die Liste gar nicht sehen. Da mache ich mir die kleiner. Aber naja, ich bin halt nicht so gern immer im Browser. Ich habe jetzt zum Beispiel, wenn eine neue Nachricht kommt, sehe ich das halt nur hier drin. Das heißt, nur wenn ich den Browser aufmache, kriege ich das mit und das ist natürlich so ein bisschen doof. Ja, das kann ich völlig verstehen. Eine Lösung, die es dafür gibt, gibt es, indem man beispielsweise mit Fluid sich eine native macOS 10 Applikation aus dem WebKit erstellen lässt. Genau, und da gibt es ja, das schöne Fluid und das gucken wir uns mal an. Also, was müssen wir machen? Wir gehen auf die Webseite fluidapp.com. Haben wir dafür einen Lower Third? Natürlich. Kriege ich den? Yes, that is. So, wir gehen auf die Webseite fluidapp.com und dort können wir dann Fluid als freien Download, so schön ist es, herunterladen. Das habe ich natürlich schon mal gemacht. Und dann muss ich eigentlich nur noch Fluid starten. Jetzt muss ich hier die URL eingeben, die ich gerne als Fluid-App haben möchte. Das ist in dem Fall jetzt www.googlewave.com. Dann gebe ich da den Namen der Applikation jetzt in dem Fall ein. Ich nenne es Google Wave. So einfallsreich bin ich dann doch. Wow. Ich möchte es mir nicht auf den Applications-Folder anlegen lassen, sondern ich möchte es gerne auf dem Schreibtisch haben. Und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel ein eigenes Icon dafür erzeugen lassen oder ich nehme einfach das von der Webseite. Also wer da ein bisschen googelt, da findet man viel dazu. Es gibt die verrücktesten Icons und es gibt auch wirklich hübsche Icons. Aber das Website-Favicon, das tut es fürs Erste auch und mal. Und es gibt auch so einen Podcast mit zwei Darstellern, die uns wahnsinnig ähnlich schauen, nur leider Englisch sprechen. Die haben das auch schon mal ein bisschen genauer gezeigt. Englisch. Da klicke ich dann auf Create, was erzeugen heißt. Jetzt muss ich ein bisschen warten. Du kannst ja auch Englisch. Jetzt geht der, ja, merkwürdig. So, klicke auf Launch Now und zack, da ist mein... Und wir sehen schon, das Icon ist sogar ganz hübsch. Also da haben sie auch nicht so ein Miniatur-Icon eingebaut. Zoom doch mal ein bisschen rein hier. Das ist das nicht schön? So, jetzt habe ich hier eine Warnung. Da sage ich einfach Go Ahead, das interessiert mich nicht. Und tada, schon bin ich wieder in meinem Google Wave-Account eingeloggt. Der große Unterschied ist jetzt, es ist kein Browser-Fenster mehr, sondern es ist eine echte Applikation. Ich kann also den Browser schließen, wenn ich möchte, ohne dass Google Wave beendet ist. Und ich habe natürlich gesagt, man sieht, dass da keine so Böppels dran. Wie hier an dem Skype unten sehen wir zum Beispiel, da ist so ein kleines rotes Ding dran. Das sagt mir, ich habe da einen Anruf gehabt, das sehe ich jetzt bei Google Wave nicht. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr sowas hinbekommt, dann holt euer englisches Wörterbuch raus und surft auf bitnapping.tv. Können wir bitte nochmal die Einblendung dazu haben? Take out your English dictionary. Das mit dem Bitnapping. Nummer 2. Auch schön. Aber ist das richtig? Also das Thema ist immer noch Google Wave, sondern das Fluid App, bitte. Oh, ich mache einfach mal hier das falsche App auf. Genau, da seht ihr schon. Schön. Mehr Infos auf bitnapping.tv, guckt einfach mal rein. Genau, da haben wir nämlich das Ganze mal ganz genau gezeigt, wie man sowas macht, wie man da unten dieses Icon hinbekommt. Und wem es jetzt nur wichtig ist, das Standalone zu haben und sagt, ich habe jetzt gar keinen Mac. Es gibt sowas wie Fluid auch von der Mozilla Foundation, heißt Prism, macht Ähnliches. Da geht halt nur dieses Symbol unten nicht. So ist es. Also wie ihr sehen könnt, das ist eine echte App. Man hat hier die Möglichkeit, auch Einstellungen vorzunehmen. Ja. Also man kann zum Beispiel auch so abgefahrene Dinge machen, wie zum Beispiel, ich möchte, dass es ein HUD wird und ich möchte, dass es ein Menü extra wird und dann starte ich das neu. Und plötzlich habe ich hier oben mein Google Wave drin. Jetzt machen wir das vielleicht noch ein bisschen breiter, weil das dann doch so ein bisschen schmal ist. Oh, falsche Seite. Und plötzlich habe ich Google Wave in der Menübar. Und ich sage jetzt mal, das ist nicht so ganz uncool. Kann man schon benutzen, ja. Ja, gut, dann haben wir uns mit einem WebKit ein Google Wave selbst gebaut. Wer jetzt natürlich sagt, ich benutze gar kein WebKit oder kein Safari, sondern wie wir es immer predigen, den Firefox, dann seid ihr natürlich nicht verloren, weil tja, der Firefox hat natürlich 8.324 Add-ons. Haben alle nachgezählt. Natürlich. 8.324. Es kann sein, dass in dieser Sekunde ein neuer submitted wurde und jetzt sind es 325, aber Entschuldigung, also da können wir natürlich nicht das so live, können wir das nicht mitzählen. Genau. Und dann gucken wir uns mal an. Also es gibt halt einen sogenannten Firefox Add-on und das ist das Google Wave Add-on. Unter bit.ly.com/wavefox
Und was ihr als erstes mal sagen müsst, das, ja, lasst mich mal experimentelle Add-ons installieren. Wir sind so experimentell angehaucht und installieren das einfach mal. Ihr müsst auch nicht wirklich viel können, aber das habt ihr in älteren Shows ja schon gesehen. Jetzt starten wir den Firefox neu, so wie ihr das gewohnt sind. Oh, jetzt geht's aber los. Gut, dann machen wir das nicht zu, sondern gehen hier auf die Preferences und wir müssen uns hier einloggen. Ich habe das schon mal gemacht. Und ja, jetzt. Man kann hier sehen, natürlich, man sollte vielleicht die Zahl ein bisschen runterstellen, dass man auch die aktuellen Neuerungen mitbekommt, weil wenn man alle 30 Minuten bloß die Inbox checkt, dann kriegt man natürlich vor allem bei einer Live-Nachricht solche Sachen nicht mit. Gut, ich habe jetzt mal auf eine Minute runtergestellt und ich mache mal dieses Fensterchen zu. Und wir sehen jetzt rechts unten schon, wenn du mal bitte mir so ein... Sehr gut. Wenn wir das hier uns angucken, dann sehen wir zum einen, wir haben zwei neue Nachrichten. Und wenn wir drüber fahren, sehen wir, wo sind die neuen Nachrichten drin. Und dieser ist in diesem Fall die inoffizielle Fanwave. Da klicke ich jetzt doppelt drauf. Was macht er? Er bringt mich automatisch zur Google Wave-Seite und ich kann jetzt die inoffizielle Fanwave anklicken und kann mal gucken, Mensch, was ist denn da neu? Da gehe ich jetzt ein bisschen weiter runter. Na, geh. Du musst mir ein bisschen Zeit geben zum Laden. Das ist alles noch Alpha. Da kommen wir dann später drauf. So, scroll, scroll, scroll. So, genau. Und wir sehen schon, wir kommen da immer näher ran. Ich drücke jetzt mal auf gelesen markieren. Das kann ich hier machen. Klung. Jetzt ist sie... sehr witzig. Jetzt ist sie gelesen markiert. Das wird nichts. Könnt ihr mal kurz aufhören zu schreiben, bitte? Ganz kurz, einfach mal... Aber es funktioniert, ja. Das ist ja nicht schlecht. So, jetzt drücke ich es mal auf gelesen markiert. So, Vorsicht. Jetzt bitte nicht schreiben. Nicht schreiben. Nicht schreiben. Klack. Und jetzt gucken wir doch mal. Jetzt könnt ihr wieder anfangen loszuschreiben. Jetzt muss ich maximal eine Minute Blödsinn reden. Und das dann, solltest du hinkriegen. Das kriege ich locker hin. Und zur Not wird es mir sicher helfen, falls mein Mundwerk absterben sollte. Und jetzt müssen wir einfach nur warten, dass sich innerhalb der Minute... Also wenn wir uns mal kurz wieder ausblenden, bitte. Dass mir auch da unten... Oder warte, Sekunde. Ich kann das natürlich auch einfach so machen, indem ich einfach uns daneben hinschiebe. Dann könnt ihr uns betrachten und dieses Ding. Schön. Oh, dann machen wir die Maus da und zum Icon und das Icon und nicht leuchtet es an. Das ist doch schön. Machen wir doch diesen hier. Jetzt wird immer besser. Es wird immer besser. So, und jetzt müssen wir halt nur noch warten, dass dieser Google Wave, dieses Google Wave Add-on, heißt, so heißt der, ich werde das nie lernen, dass das mal wieder nachschaut, ob es neue Wavelets, heißt es, gibt. Ja. Und sobald es halt welche gibt, schaut er nach. Kann ich das eigentlich auch rechts draufklicken? Oh, ich könnte jetzt auch manuell reflaschen. Ich mache das mal, weil sonst fällt mir tatsächlich irgendwann der Mund ab. Und jetzt refresche ich einfach mal. Das wollen wir normalerweise von selbst machen. Und jetzt zoomen wir da einfach mal wieder raus. Jetzt haben wir drei neue Waves, also drei neue Wavelets. Und, oh, wir haben sogar noch mehr. Sonst hat mir schon gesagt, wir haben... Da geht die Post ab. Wir haben was Neues in unserer Digital Upgrade Wave. Wir haben in einer Ich ping dich mal an. Wer pingt mich denn da an? Der Marc... Nicht schlecht. Also ihr könnt sehen, auf jeden Fall, er hätte es auch selbst gemacht, wenn ich jetzt nicht manuell Refresh gedrückt hätte. Man muss halt dann das eingestellte Intervall abwarten, aber das geht grundsätzlich schon mal sehr gut. Ja, du hast schon gesagt, man kann bei Google Wave bestimmte Google-Sachen reinladen oder Videos. Muss man da irgendwas beachten oder ist es von Anfang an möglich, das zu machen oder muss man da irgendwelche Extensions erst installieren? Ja, also Google Wave ist extendable, wie man das so schön sagt. Also es sind schon ein paar Sachen mit, die kommen schon mit, wie zum Beispiel diese Umfrage oder dass ich Videos und Links und sowas einbetten kann, aber es gibt halt ganz viele Leute, die da Extensions für schreiben. Mhm. Da gibt es halt eine offene Schnittstelle dafür und da, wenn man jetzt nach Google zum Beispiel, einfach nach Google Wave Extensions sucht, gibt es so 4, 5 größere Seiten, die sammeln diese Extensions. Okay. Und dann kriegt man so eine URL, die fügt man dann ein. Also wenn wir nochmal kurz zurückgehen auf unsere Wave, Google Maps war auch fast richtig. Gibst du mal Google Wave ein? So, und wenn wir jetzt hier halt hingehen und dann nehme ich mal hier die, wo einfach kaum was drinsteht her. Ach ne, das ist einfach mal so ein Ping. Kann man übrigens auch machen, kommen wir auch noch gleich dazu. Gehe ich wieder in die offizielle Fanwave. Und sobald ich halt jetzt da oben irgendwo mal beim Edit bin, ich kann übrigens alte Sachen einfach mal editieren, kann ich halt hier zum Beispiel Extensions hinzufügen.
und alles, was ich halt jetzt wissen muss, wie ist die URL von dem Gadget und dann ist es drin. Und ja, dann da, also was man sich da einfallen lässt von Twitter, Twitter-Clients da drin bis sonst irgendwas, also da ist den Entwicklern so gut wie keine Grenze gesetzt. Und ja, so viel zum Thema Extensions. Nicht schlecht. Ja, Fraley. Ja, für was benutzen wir denn Google Wave hauptsächlich? Das werdet ihr euch wahrscheinlich auch fragen, das ist ganz toll, aber ich habe doch jetzt schon mein Mail und ich habe mein Twitter-Account, ich habe meinen Instant-Messaging-Account, aber wofür, zum Donnerwetter noch einmal, brauche ich jetzt dieses Google Wave? Wofür brauchen wir es? Also ja, wir brauchen es, um zum Beispiel unsere Shownotes zu planen, also wir machen für jede Sendung eine Google Wave, sammeln dann darin irgendwie irgendwelche Brainstorming-Geschichten, haben da halt die anderen Teammitglieder mit drin und wer halt was dazu weiß, schreibt was dazu rein. Und der große Vorteil ist, wir haben halt nachher alles in einem Ding drin, in einem Dokument drin, können die Sachen rausschmeißen, die wir nicht mehr brauchen und haben dann im Endeffekt sogar Shownotes. Und das geht halt, also gerade für Podcasts ist es halt wirklich praktisch und man kann gleichzeitig, ohne halt am selben Rechner zu sitzen, sich zu irgendeinem Thema austauschen. Aber man muss ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht gleichzeitig da sitzen, man kann das auch nachträglich machen. Das ist ja wunderbar. Ja, so ist es. Und so machen wir das auch. Und auch weil wir das so häufig benutzen, ist uns das Fluid-App alleine einfach nicht schön genug. Kriege ich vielleicht mal nochmal die schöne zweite Kamera? Die schaue ich so gerne rein. Und also da ist uns einfach dieses Google Wave Fluid-App nicht genug. Vor allem hatten wir das Problem, wenn man eine Wave dann ausdrucken will, dann kann er das einfach nicht richtig, er stellt es nicht richtig dar, stellt alle drei Seiten dar, wenn man es aus dem App, wie eben aus dem Browser was ausdrückt und dann sieht man nichts. Und wir sind ja solche Wave-Ausdrucker, das ist praktisch Internet-Ausdrucker 2.0 und da muss man sich natürlich mit abfinden und da gebe ich dir die Maus zurück, weil das ist jetzt dein Spezialgebiet. So ist es, ich zeige es euch, ich zeige euch, wie das geht. Also wir brauchen natürlich dafür eine Applikation. Und diese Applikation gibt es für den Mac und es gibt es für das iPhone, momentan in der Version 1.0, für den Mac die Version 0.11, also es ist noch sehr, sehr experimentell und es geht um... Ich würde mal sagen, nicht experimenteller als Google Wave. Nein, auf gar keinen Fall. Es geht um die Rede von Waveboard. Also ich muss auf die Webseite von Waveboard gehen, das ist die getwaveboard.com, es ist ein deutscher Hersteller und da er ein deutscher Hersteller ist, weiß er natürlich, worauf wir Deutschen total abfahren. Und das sind? Bierkrüge? Nein, Gratislizenzen für Software. Ah. Und deswegen gibt es für alle, die heute live zuschauen, 3 Lizenzen zu gewinnen. Wie, weiß ich auch noch nicht so richtig. Das kriegen wir noch raus. Finde ich im Laufe der Show, finde ich das noch raus. Ich würde sagen, das machen wir über Google Wave. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. So viel sei gesagt. Auf jeden Fall müssen wir Waveboard erstmal runterladen. So. Ich habe das natürlich schon mal gemacht. Das Icon ist auch ganz schön. Das war mit ein Entscheidungsgrund. So, Waveboard. Starte es direkt auf meinem Rechner. Und dann werde ich hier erinnert, dass es hier eine Demo-Version ist. Ist natürlich für mich völlig okay. Und bin dann eingeloggt als Basti. Was ihr jetzt seht, ist im Endeffekt nicht viel anderes als das Fluid-App. Der große Unterschied ist, wir gleich von Anfang an sehe ich hier, dass neue Waves da sind. Ich zoome mal wieder noch ein bisschen rein, dass ihr das besser sehen könnt. Und dass ich direkt auch ein paar Einstellungen machen kann. Unter anderem kann ich mir sagen, ich möchte diese Badges sehen. Ich kann ein bisschen was im Appearance drehen, beziehungsweise nur bei Pro, wie das Icon hier oben in meiner Menübar aussieht. Und so ein paar Kleinigkeiten. Ja, ich kann natürlich auch ganz normal mir die Nachrichten anschauen. Das ist, verhält sich nicht viel anders als das Fluid App, aber der große Unterschied kommt eben dann. Ich gehe jetzt mal einfach hier, ich kann das ja jetzt hier direkt machen. Ich gehe mal in unsere Wave von dieser Show, es ist ja schon fast alles bekannt. Nein! Ich scroll mal ein bisschen hoch, sodass es nicht zu verwirrend wird. Und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier die Wave. Und wenn ich jetzt das ausdrucken will, indem ich auf... Ich weiß nicht, was er machen will, ist ja auch egal. File? Auf File, Page Setup, Print Wave, ja. Tja, leider nur für Pro-Accounts. Ja, und jetzt wisst ihr, wieso ich mich bemüht habe, Pro-Accounts für euch zu bekommen, weil das eben so ein Wahnsinns-Feature ist. Das macht es einfach sensationell. Ja, ich kann jetzt hier, könnte das die Wave direkt ausdrucken und dann sehe ich nicht alle Seiten, sondern einfach nur die Wave unterteilt in ihre einzelnen
mit Schreiber. Genau, das ist halt ein bisschen eklig, wenn man die normale Wave ausdruckt. Man hat die ganzen, sind ja ganz andere Waves mit drin und alles andere, weil da Google wahrscheinlich noch nicht so weit gedacht hat oder weil sie einfach keine Wave-Ausdrucker sind. So ist es. Was auch schön ist, was wir vorhin schon gesagt haben, es gibt sowas wie auch einen Instant Message Chat in Google Wave drin. Das nennt sich hier ein bisschen anders, das heißt Ping. Und wenn ich ihn jetzt hier anpinge, dann habe ich hier oben dieses Fenster. Ich habe es jetzt einfach mal mit dem Marco gemacht. Marco, sei gegrüßt. Ich schreibe das hier nochmal hier rein. Sei gegrüßt. Und wie ich den Marco kenne, lässt es mit Sicherheit nicht lange auf sich warten und er wird antworten. Ja, das ist live, meine Damen und Herren. Besser wie bei München, TV München, TV Live, 9, 7, 9 Live, 8, 3, 12. 1. So ist es. Ja, so schaut es dann aus. Und dann kann ich hier sozusagen direkt Chats im Google Wave starten und natürlich auch hier in meinen Waves selber. Was ich aber noch toll finde, jetzt kommt noch was, wenn ich nicht möchte, dass alle meine Ad Replies lesen, kann ich jetzt hier zum Beispiel, ich suche mir jemanden, den ich kenne, ja, ich kenne sie eigentlich alle, mit dem ich es machen kann, Marco muss wieder herhalten, ich kann dem Marco hier direkt einen Private Reply schreiben, den kann dann niemand lesen, außer der Marco und ich, da kann ich jetzt schreiben, so nicht. Ausrufezeichen. Und dann weiß nur der Marco, dass da eben, dass er so nicht antworten kann. Ich kann jetzt hier natürlich noch weitere Leute hinzufügen, die das auch erfahren dürfen. Zum Beispiel der Rudi. Ja, gut. So viel zu dem Thema. Das ist, wie gesagt, experimentell. Ja, würde es so gehen? Ja, dauert nur alles. Wer sich jetzt nicht durch eine Mighty Mouse zu Maus oder eine Magic Mouse zu Mausschubser degradiert hat, der wird hier oben bei dem Punkt Wave auch finden, dass es für jeden Mist Keyboard-Shortcuts gibt. Und das ist natürlich wahnsinnig praktisch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach antworten möchte, drücke ich Command und Enter und er macht mir direkt eine Antwort darauf. Ich kann so Dinge, so Standard-Hotkeys wie Command B für Fett, Command I für Kursiv und Command U für Unterstrichen benutzen. Also einfach mal dieses Menü angucken. Das macht diese ganze Wave-Geschichte noch so ein bisschen produktiver, als sie es halt bisher schon ist. Sehr cool. Das habe ich selber noch nicht gekannt, muss ich zugeben. Ja. Selbst ich lerne während der Show noch dazu. Ist das nicht schön? Ist das nicht toll? Ich wundere gerade, ob ich dann... nein, danke. Danke, gut. Google. Das geht noch nicht. Ist schön, aber ja, was haben wir noch? Was haben wir denn noch? Ja, jetzt sagen sich dann natürlich vielleicht die Windows-User, das ist sehr schön, dass es dann eine Mac-App dafür gibt. Oder die Linux-User können das genauso sagen. Es gibt eine Mac-App für, aber was machen wir jetzt da? Und ja, was machen wir denn da? Da hat sich natürlich Adobe wieder mal zu Wort gemeldet mit ihrem Adobe Air. Und was sagt uns Adobe Air? Eine Oberfläche bzw. eine Programmiersprache, die auf allen verschiedenen Plattformen läuft. Ich dachte, die aus heißer Luft besteht. Gut, das wäre dann aber Silverlight. Ah, Entschuldigung. Gut, genug der Blödelei. Also wie gesagt, sie läuft auf allen Plattformen, überall, wo das Adobe Air Framework funktioniert. Und das tut es auf dem Mac auch. Deswegen starten wir jetzt nicht extra Windows. Sieht aber genauso aus. Ihr findet das Waver, das Waver Adobe Air LED, wie man das auch immer nennen mag, findet ihr zum Beispiel im Adobe Air Marketplace und das könnt ihr jetzt kostenlos runterladen und ich stimme natürlich zu, weil es einfach toll ist. Das ja, dauert einen Moment, wird runtergeladen und wie gesagt, das funktioniert genauso auf Windows und Linux. Ihr müsst halt nur dafür sorgen, dass vorher Adobe Air installiert ist. Wenn es aber nicht ist, sagt ihr euch eh Bescheid. Und jetzt braucht ihr einen Moment und gleich startet es jetzt. Und das brauche ich noch diese. Genau, die Musik hätten wir noch gebraucht. Okay, so. Jetzt startet die Installation von Waver und der endet am Schluss genauso in einer ganz normalen Applikation im Programmeordner oder im Applications Folder oder bei Linux, weiß ich nicht, irgendwo anders wahrscheinlich, nehme ich mal an. Also man kann sie auf jeden Fall aussuchen. Und das machen wir einfach mal. Ich starte es jetzt mal, stimme noch zu. Und dann startet der Waver. Der Waver bedient sich der mobilen Oberfläche von Google Wave und das macht die Sache natürlich relativ praktisch, weil das halt doch eine sehr kompakte Ansicht ist. Ich kann halt jetzt aber trotzdem einfach sagen, ich möchte mir das jetzt angucken und sehe das dann in einer Form, die dann in einem Fenster, das nicht riesig sein muss, also weil das gute Waveboard, das ist natürlich schon ein Riesenprogramm. Ja, selbstverständlich. Und da ist es natürlich doch sehr, sehr angenehm und ich
schalte halt einfach hin und zurück oder vor und zurück. Und ja, wie gesagt, es geht schnell, ist sehr platzsparend und die Funktionen sind genau dieselben wie in der großen Applikation, sage ich mal. Und ist kostenlos. Also es ist eine sehr schöne Möglichkeit. Jetzt werden sich der ein oder andere wahrscheinlich fragen, Mensch, ja, das sieht für mich aus wie Waveboard, beziehungsweise das kann ich bestimmt auch so einzeln ausdrucken, die Seite. Für was brauche ich denn dann Waveboard? So, jetzt kommt der kleine Schwank. Ich habe mit dem Entwickler von Waveboard gestern noch ein bisschen E-Mail-Verkehr gehabt. Das hört sich ein bisschen spanisch an, E-Mail-Verkehr. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich mit ihm E-Mails hin und her geschrieben, um das auf dem Niveau zu bleiben. Und es geht darum, momentan ist Waveboard ja auch noch in einer Beta-Version zur Verfügung. Es gibt aber auch bereits schon das iPhone-App, die in der Version 1.0. Die Version 2.0 ist bereits submitted, also es wird gerade von den kleinen Apple-Zwergen im App Store kontrolliert, ob da nicht irgendwie böse Sachen mit dem App versucht werden. Und wenn es dann durchgeht, dann kann es push, das heißt, ihr könnt dann von Google, vom Waveboard, kriegt ihr Push-Nachrichten aus eurem Waveboard, auf das Waveboard, auf dem iPhone und ganz, ganz viele andere Sachen, die momentan noch keiner kann. Das wird auf jeden Fall spannend und dauert auch nicht mehr lang, bis es soweit ist. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und nachdem ihr ja sicher alle ganz heiß auf dieses Waveboard seid und eine Lizenz gewinnen wollt, sollten wir das jetzt auch machen, oder? Ja, 3 Lizenzen habe ich bekommen für euch zu verlosen. Eine Einzellizenz kostet 9,95 € oder sind es 9,95 €? Ich weiß nicht ausgerechnet, also ungefähr zwischen 10 $ und 10 Euro. Rentiert sich auf jeden Fall. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst natürlich einen Google Wave Account haben, nehme ich an. Das würde sich anbieten und dann müsstet ihr jetzt auch im Chat sein. Und ja, jetzt müssen wir uns noch irgendeine coole Idee ausdenken, wie man... Ich würde sagen, ihr müsst uns anschreiben in Google Wave. Dann müsst ihr auch nicht im Chat sein. Und dann können wir es nicht auf live begrenzen. Also wir schauen einfach auf die Uhr. Ja, natürlich. Wir können das ja jetzt direkt dann rausschauen. Nicht so, gleich. Ihr schreibt einem von uns, am besten ist es mein Account, oder? Ja. Am besten mir, schlingel@googlewave.com, eine Wave. Jetzt geht's los. Oh, mein lieber Schwan. Der liebe, mit dem habe ich es irgendwie, mit dem Schwan. Okay, so. Das klingt jetzt schon ziemlich schnell. Ja. Das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber auch hübsch. Ich würde sagen, dann nehmen wir die ersten 3 oder wie läuft das so? Ja, die ersten 3 natürlich. Okay, dann würde ich sagen, wer ist das hier? Mark? Patrick? Und Schwan. Derek. Na, haben wir das schon. Ja, tut mir leid, also alle anderen, drei Lizenzen sind draußen, also 3 Lizenzen sind verlost damit. Also ihr wisst es jetzt hier, Rick, dich kennen wir eh schon, Mark und Patrick. Mark und Patrick. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihr bitte da jetzt noch... Das ist doch der Schickerl, der schon im Adventskalender gewonnen hat, mein Lieber. Das ist ja Wahnsinn, er legt aber zu. Der hat das Glück mit Löffeln gefressen. Ja, das ist ja... Gibt's auch gar nicht. Ja, wir schreiben euch dann an, ihr kriegt dann die Lizenz für dieses wunderbare App und das könnt ihr dann auch benutzen. Wenn ihr natürlich keinen Mac habt, dann... Ja, weiß ich auch nicht. Dann könnt ihr euch die Lizenz anschauen. Das ist nämlich eine XML-Datei. An alle anderen, die verlosen wir jetzt auch was. An alle anderen, die keinen Mac haben, verlosen wir jetzt Waver. Wer zuerst auf die Waver-Seite geht, können wir gerade nochmal den Waver-Link haben. bit.ly/waver-r. Die ersten 324.000, die auf diese URL gehen, bekommen es umsonst. Haben wir extra eingefädelt für euch. Also nicht traurig sein. Ihr dürft Waver dann auch kostenlos gewinnen. Benutzen. Gut, ja, das hat schon mal gut funktioniert. Sicher. Habt ihr gesehen, für was Google Wave, also wir machen das immer so, wir stellen irgendwas vor, das eigentlich nicht wirklich einen Sinn macht, dann verlosen wir eine Lizenz und schon sagen wir dann immer, und schon hat es sich rentiert, Google Wave zu benutzen. Das ist mir jetzt aufgefallen. Ja, und wer natürlich noch keinen Google Wave Account hat, der wird sich jetzt denken, Mensch, ich hätte doch auch so gerne gewonnen, bin jetzt benachteiligt worden. Ich habe ja noch nicht mal einen Google Wave Account. Aber wir verlosen Google Wave Accounts. Wir verlosen sie nicht. Wir vergeben sie. Wer einen Google Wave Account haben möchte, der soll uns doch einfach anschreiben. Wir haben nämlich 35 Invites für einen Google Wave Account, die wir gerne vergeben möchten. Also
Redet mit eurer Oma, mit eurer Mutter, dass sie auch in Google Wave dabei sind, dann kann sie euch die Hausaufgaben auch direkt waven. Also anders als in dem Lower Third, das ihr gerade gesehen habt, müsst ihr natürlich nicht unbedingt an info@bitdubbing.tv schreiben. Ihr dürft gerne auch an info@digitalupgrade.de schreiben oder schreibt uns eine Wave oder twittert uns an. Also wie ich denke, wir werden es schon schaffen, dass jeder, der einen Wave-Account haben möchte, auch einen bekommt. Das sollte eigentlich das kleinste Problem sein, behaupte ich jetzt mal frech. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Vielen Dank. Das kriegen wir schon hin. Ja, was haben wir noch? Es gibt noch was, was wir sagen möchten. Es gibt mittlerweile eine Facebook-Fanpage, die ihr erreichen könnt, wenn ihr Digital Upgrade ganz cool findet. Aber wenn ihr sie nicht cool findet, könnt ihr die Seite trotzdem erreichen. Erreichen? Ihr geht einfach auf facebook.com/digitalupgrade und jetzt nochmal auf ganz Deutsch facebook.com/digitalupgrade. Falsche Kamera. Oh, ja, da brauchen wir irgendjemanden, der da winkt. Oder einen kleinen Schweizer, der uns eine Applikation schreibt. Die eigentlich schon fertig ist. Okay. Aber jetzt kommen wir mal zum Fazit zu Google Wave. Was ist dein Fazit? Wie findest du Google Wave generell? Also ich finde Google Wave eine super Möglichkeit zum Planen von größeren Aktionen. Also wenn ich natürlich nur jemandem schnell was mitteilen möchte und ich weiß, er ist eh online, dann schreibe ich ihm einfach eine Nachricht im Chat. Wenn ich nur eine Nachricht an alle schicken will, die ich kenne, dann nehme ich eine E-Mail. Aber wenn ich vor allem mit einer größeren Usergruppe sozusagen was plane, dann habe ich die Möglichkeit, alle mittlerweile kriegt man regelmäßigen Abständen Google Wave Account Invites einzuladen und dort eben den kompletten Verlauf von einem Event oder von einer Show oder irgendwas einfach zu planen. Alle können gleichberechtigt mitschreiben, können ihre Ideen dort posten. Die meisten Sachen findet man ja eh übers Internet zum Beispiel. Wie oft verabredet man sich, dass man irgendwohin zum Essen hingehen will, dann schreibt der eine E-Mail, dann muss er den Link anklicken, dann muss er noch bei Google Maps rausfinden, wo ist es. Das alles kann ich jetzt einfach kanalisieren und in Google Wave machen. Und so hat jeder die Möglichkeit, das bis zum Maximum auszureizen. Das Problem an der Sache ist halt, dass im Moment zum einen noch sehr wackelig so ein bisschen ist, es ist halt sehr experimentell. Ich nehme an, sie werden halt ein bisschen Probleme haben, das zu skalieren auf sehr viele User, weil wenn du überlegst, du schreibst da was rein und im selben Moment pusht er jeden Buchstaben, den du eintippst, an alle Leute, die gerade auch in dieser Wave drin sind. Und das kann natürlich bei vielen Leuten in einer Wave wirklich eklig werden. Und zum anderen kannst du halt im Moment auch nur mit Leuten, die auch einen Google Wave Account haben, kommunizieren. Das heißt, jemand, der eine E-Mail-Adresse nur hat oder nur einen Chat-Account hat oder irgendwas, für den ist Google Wave natürlich nicht interessant. Vor allem, wenn man eine von den vielen Extensions benutzen will, hat man das Problem, dass hin und wieder Google Wave irgendwas an der API verändert, beziehungsweise Google was an der API verändert, dann geht die Extension nicht mehr und dann kann man es einfach nicht mehr benutzen. Deswegen sollte man eher momentan auf Extensions zurückgreifen, die mit Google Wave mitgeliefert werden, also die schon vorinstalliert sind und keine Gadgets benutzen, weil es ist zwar schön, Sachen abhaken zu können, wenn natürlich das eine wichtige Liste ist mit Sachen, die man für die Reise braucht, die dann aber leider 2 Tage vor der Reise mal wieder nicht geht, dann hat man eben, sagen wir mal, gering und gesagt, ein Problem. Ja, so kann man das auf jeden Fall sagen. Aber wie gesagt, umso mehr Leute das nutzen, umso besser wird Google Wave im Endeffekt auch, weil umso mehr Nutzen bringt das für jeden einzelnen Nutzer. Jetzt habe ich da mal Nutzen in einem Wort gesagt. In einem Wort sogar, ja. Das ist der Nutznutznutzer. Und jetzt habe ich auch den Faden verloren. Jetzt haben wir natürlich, wie war das immer? Bei Live-Geschichten, letztes Mal haben wir die verschiedenen Leute reinskypen lassen. Das hat dann irgendwie so den Fluss unterbrochen. Wir haben uns das überlegt, wir machen das ab sofort immer anders. Wie machen wir es nämlich? Eigentlich ist es doch gut, wenn sie den Fluss unterbricht, weil die Wellen brechen sich doch auch immer. Nein, natürlich machen wir es so nicht. Wir würden jetzt mal sagen, reinskypen und diskutieren können wir gleich noch in der Aftershow. Für die normale Sendung würde ich jetzt dann sagen, machen wir dann zu. Sperren wir ab. Schluss für heute. Wir müssen ja noch ein paar andere Sachen auch drehen. Oh ja. Und deswegen würde ich sagen, so viel war das heute zum Thema Google Wave. Und wenn ihr alle Live-Zuschauer noch mitdiskutieren wollt, wenn ihr noch was zu sagen habt über Google Wave, wenn ihr einfach ein bisschen mit uns quatschen wollt, könnt ihr gleich bei uns reinskypen. Also auch alle, die jetzt nicht live sehen. Einer der Gründe, warum es sich lohnt, so eine Live-Sendung zu sehen, ist nicht nur, weil man Lizenzen gewinnen kann, sondern auch, weil man einfach noch ein bisschen nachher quatschen kann. Diesen Extra-Content gibt's nicht im Feed. Irgendwas muss man ja dafür haben, dass man sich seinen Sonntag ruiniert und zwei Hitzköpfen beim Labern zuschaut. Das ist eins, würde mich nur interessieren, wie viele Zuschauer haben wir denn momentan? Kriege ich da eine Info?
39, das könnte aber besser. Ich habe heute gesehen, wir waren schon mal 61. Und dann ist der Server abgestürzt. Gut. Blöd. Nächstes Mal andere Server und mehr Zuschauer. So viel für heute. Und ihr wisst ja, ihr wurdet geupgradet. Also eigentlich geht das Ganze so. Ich weiß immer noch nicht, wie es geht. Also wir probieren das mal. Ich sag, das war Digital Upgrade und ihr wurdet... Geupgradet. Nein, ihr wurdet... Geupdatet. Upgraded. So, wir probieren das nochmal. Tut jetzt einfach so... Können wir irgendwas einspielen? Mal kurz. Gut, jetzt bin ich soweit. Das war Digital Upgrade und ihr wurdet... Upgegradet. Ich glaube, da sollten wir mal ein Coaching mit dir machen, so ein Outro-Coaching. Outro-Coaching auf dem roten Stuhl. Ja, bitte. Auf dem Feuerstuhl. Auf dem Feuerstuhl. Ich trinke jetzt mal einen Schluck, bei mir ist nämlich ganz schön warm. Mir ist knallwarm. Ich weiß gar nicht, weißt du, was schön ist, dass wir jetzt dieses Keylight da stehen haben und es aus ist. Ich würde sagen, es hat sehr gut funktioniert. Hat sich voll rentiert, da in die Schweiz zu fahren. Gib mir doch bitte auch gerade mal mein Getränk. Bitte. Wir können das Keylight ja gleich anmachen, weil jetzt kommt dann gleich noch der Adventskalender, Türchen Nummer 6. Machen wir das jetzt gleich oder machen wir erst die Aftershow? Nee, wir machen mal ein bisschen Aftershow, weil es gibt vielleicht den einen oder anderen, der was sagen möchte. Ich hol mal. Wir müssen leider schnell das Bild verlassen und uns die Stühle hier herholen, weil. Und sonst die Beine abbrechen. Wir stehen schon im Magen. Ja, tschüss. Oh. So, geh bitte.